Yo, 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 heute spielen wir mal Minecraft als lieber Enderman ich und... Ich bin der Gärtner! Wen sehen wir denn dort hinten? Das ist doch ein gefundenes Fressen für einen Enderman, aber nicht für den Enderman für mich, denn wir spielen mal heute Minecraft nicht als normaler Enderman, sondern heute spielen wir mal Minecraft als lieber Enderman. Oh ja, und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Freunde, wir sind heute als Enderman unterwegs. Das bedeutet, wir können uns überall hin teleportieren mit unseren Enderperlen. Was geht denn da? Und dort hinten, wer ist denn dort, ey? Kohlrabi, frisches Kohlrabi. Oh mein Gott, das ist doch Vitamine. Und wir werden heute mal Vitamine bisschen als Enderman schauen. Aber wir werden heute mal ausnahmsweise ein lieber Enderman sein. Oh ja, mal schauen, wie er darauf reagieren wird. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt ganz normal benehmen. Ich hoffe, der wird sich jetzt nicht zu Tode erschrecken. Moin, moin, hallo, ich bin ein Enderman. Mein Haus muss noch schöner werden. So, so wird mein Haus mal sicherlich. Hey, was machst du da? Beruhig dich, ich bin ein lieber Enderman, renn dich. Das hat ja super geklappt, Freunde. Wir müssen irgendwie sein Vertrauen. Was macht ihr? In diesem Haus wohnt Vitamin, ey. Das kann ja nicht sein. Und hey, Kollege. Hau ab, Enderman, ich habe Wasser. Wenn du jetzt nicht auf mich hörst, was ich dir sage, dann kriegst du den Wasser ab. Endermans hassen Wasser schnell. Wir teleportieren uns sofort hier weg und hasta la vista. Oh, puh, bloß Enderman, der ist weg. Ab, so, jetzt kann ich in mein Zuhause gehen. Ja, rein hier. Oh Gott, Freunde, in so einem kleinen Mini-Haus wohnt Vitamin. Ich meine, wir sind ja ein lieber Enderman und wir müssen ihm auf jeden Fall dabei helfen, dass er ja nicht mehr in so einer kleinen Drecksbude wohnt. Und ich würde sagen, hey, moin, moin, mach mal die Tür auf. Nein. Hau ab, Enderman, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Tür auf und wir passen hier nicht mal durch. Ey, meine Gott, ich stoß mir den Kopf hier die ganze Zeit ein. Was ist das denn für ein Enderman-freundliches Haus? Ich klaue einfach seine Blöcke und Kollege. Wow, wegteleportieren. Hey, Vitamine, komm jetzt mal raus. Ich bin ein lieber Enderman. Oh, mein Haus wieder ganz bauen. Lass mich bitte in Ruhe, Enderman. Ja, okay, ich lasse dich nur in Ruhe, wenn du mir jetzt sofort folgst, okay? Okay, du glaubst nicht. Ich habe meinen Bogen und meinen Pfeil mit. Ja, ich kann mich ich bin immun gegen Bogen und Pfeil. Du weißt doch, ich bin ein Enderman. Ich würde sagen, Freunde, wir müssen Vitamin ein bisschen vertrauen. Guck mal, ich baue hier Holz ab für dich. Nee, dann bau mal. Ich guck in weiter Ferne zu. Ja, guck mal hier ein bisschen zu. Ich würde sagen, hier, bitteschön, hast du ein bisschen Holz. Okay, danke schön. Schnell wieder weg. Okay, vertraut mir langsam. Okay, ich würde sagen, Freunde, wie unsere Mission als Enderman, das ist auf jeden Fall, Vitamin jetzt ein schönes Haus zu bauen, ein größeres Haus zu bauen, als der in dieser komischen Bude da drin hat. Moin, moin, ich habe wieder ein bisschen Holz für dich. Ja, dann gib mir das Holz. Ja, sammel das mal hier ein, das liegt da hier rum. So, ich würde sagen, wir bauen hier ein bisschen Holz ab und dann bauen wir auch sofort das Haus von Vitamine und werden ihm einfach mal als lieber Enderman einen ganzen Tag lang 24 Stunden ein bisschen helfen. Und wo ist denn jetzt der Kollege? Moin. Aber warum bist du lieb zu mir, Enderman? Ich verstehe es nicht. Nee, wo bist du? Moin, da bist du ja. Ich bin halt ein lieber Enderman, du kannst mir vertrauen. Ich bin mir echt unsicher. Warum solltest du mir helfen? Sei mal ehrlich. Ach ja, eigentlich stimmt, hast du recht. Ich fress dich jetzt auf. Komm her. Stopp. Nein, beruhig dich. Ey, kleine Orange. Es reicht mir jetzt. Da bin ich wieder. Ich würde sagen, hey, gib mir mal ein bisschen Holz rüber. Ich hab Angst. Ich bin ein lieber Enderman, ich würde sagen, Freunde. Naja, damit Vitamin mir mal ein bisschen vertraut. Wir fangen sofort an, einfach sein Haus zu bauen. Ich glaube, hier ist auch ein schönes Plätzchen. Und das Ganze muss natürlich extra für mich hier schön groß gemacht werden, dass ich natürlich auch als Enderman hier rein kann. Und hey, Vitamine, moin, moin. Moin, moin, ich nehme meine Kuh mit nach Hause. Okay. Ich glaube, so langsam hat er nicht mehr so viel Angst, muss ich sagen, vor mir. Aber naja, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier so ein bisschen. Guck mal, wir bauen hier sein eigenes Haus, okay? Ich bin so ein lieber Enderman. Ja, okay. Ich guck zu. Bitte bau weiter, okay? Nee, du kannst mir auch gerne helfen, ey, Kollege. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Ich hab keine Blöcke. Ja, dann sammel mal welche. Meine Güte, ich kann auch nicht alles für dich machen. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich denke mal, wir craften uns jetzt hier noch mehr Blöcke, wo wir hier das Haus von Vitamine bauen werden. So, perfekt. Kannst du mir auch einen Kuhstall bauen? Was für ein Kuhstall? Was willst du denn noch, du verwöhnte Orange? Einen Kuhstall! Mein Gott, was habe ich da gehört? Benimm dich jetzt mal ein bisschen. Hast du verstanden? Ich bin immer noch ein Enderman. Dann baue ich mir selber den Kuhstall. Okay, ich glaube, Vitamin hat jetzt alles andere als Angst vor uns. Hey, der ist schon richtig respektlos geworden. Das kann ja wohl nicht angehen. Aber ich würde sagen, Kollege, du baust auf jeden Fall hier das Haus schön weiter, damit du auch schon ein schönes, großes Haus hast. Aber du musst es auch Enderman-freundlich bauen. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Mache ich schon.
Oh, aber ich habe so Hunger, Enderman. Gar kein Problem. Ich bin doch ein lieber Enderman. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt sofort auf die Suche nach Essen. So, komm her, Mr. Q. So, lecker, lecker Fleisch. Hier sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Tiere. Und wir werden jetzt Vitamin einen ganzen Tag lang als Enderman helfen. Aber Freund, schreib auch mal jetzt gerne in die Kommentare. Willst du mehr sehen als liebe Monster? Dann schreib jetzt in die Kommentare, welches Monster sollen wir als nächstes Minecraft für 24 Stunden lang spielen? Vielleicht als nächstes ein Skelett oder vielleicht ein Creeper. Schreibt es in die Kommentare. Oder Mr. Chicken, du musst leider auch dran glauben. Und like genau jetzt das Video, wenn du mehr Minecraft als... Ey, ich kann dich nicht schlagen. Wenn du mehr Minecraft als liebe Tiere sehen willst. Also jetzt wieder einen Daumen nach oben geben. 3, 2, 1 und jetzt im Video einen Daumen nach oben geben. Oder ich werde heute Nacht als Enderman vorbeikommen bei dir. Und was macht Vitamine dort hinten? Mein Kuhstall ist fertig. Juhu. Oh mein Gott, der baut den eigenen Kuhstall, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Kuh? Aber ich denke mal... Wo ist meine Kuh? Kuh? Oh, nicht das... Hey, Kollege, warte, wir teleportieren uns wieder hin. Kuh? Und moin, da bin ich wieder. Meine Kuh. Hey, was ist denn mit dir los, du Heulsus? Hör auf zu weinen. Wo ist meine Kuh? Ich weiß, wo deine Kuh ist. Soll ich dir zeigen, wo deine Kuh ist? Ja. Hier ist deine Kuh. Was? Du bist ein böser Enderman. Du bist ein böser Enderman! Hey, beruhig dich. Das war nicht deine Kuh, die ich da erledigt habe. Das war irgendeine Kuh. Meine Kuh. Du hast hier gar nicht weitergebaut beim Haus. Was ist das ich denn hier? Ich mache den Kuhstall. Ich bin verantwortlich für den Kuhstall. Okay, naja, dann würde ich sagen, meine Güte, was ist mit Vitamine los? Der benimmt sich schon wieder komplett daneben. Der soll froh sein, dass ich ihn nicht auffresse als Enderman. Junge, wäre ich jetzt ein echter Enderman, ich würde ihn so erledigen. Das wäre ein gefundenes Fressen für mich. Wo ist meine Kuh? Ach, wir finden schon eine Kuh. Freund, ich würde sagen, komm, wir sind ja lieb bei Enderman. Wir suchen jetzt irgendeine Kuh und sagen einfach, das ist Vitamines-Kuh gewesen. Aber ich würde sagen, wir probieren auch... Ah, da hinten können wir auch angeln ein bisschen. Da können wir noch vielleicht so ein paar Fische oder irgendwie sowas angeln. Das ist eigentlich auch eine coole Idee. Und gibt es hier eine Kuh? Nee, hier gibt es ein paar Schafe oder sowas. So, da würde ich sagen, wir angeln ein bisschen Vitamine, okay? Oh yeah, dankeschön, Enderman. Gar kein Problem. Ich bin auch natürlich ein lieber Enderman. So, jetzt müssen wir nur noch auf den Fisch warten. Ich meine, habt ihr das schon mal gesehen? Ein Enderman, der einfach am Teich ein bisschen angelt. Moin, moin, ich bin ein Enderman und angle am Teich. Oh ja, so, jetzt müssen wir noch warten. Also singen kannst du nicht, Enderman. Hey, benimm dich da, Kollege. Mein Gott. Und zack, wir haben jetzt einen Fisch geangelt. Let's go. Was geht denn da ab? Und da haben wir schon einen leckeren Fisch. Ich glaube mal, das sollte hoffentlich für Vitamine reichen. Und hier ist sogar eine Kuh. Was geht denn da ab? Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir nehmen jetzt einfach hier Mr. Kuh mit. Und sagen Vitamine einfach, dass es seine Kuh ist. Und hey, schau mal, was ich für dich gefunden habe. Ja, ist ja okay, Sandy. Ist ja alles gut. Du brauchst keine Sorgen. Hey, warte mal, wer ist das denn? Vitamin, ich habe hier eine Kuh gefunden noch. Eine Kuh, gib mir. Moin, hier, bitteschön. Du bist der liebste Enderman. Jetzt habe ich Mr. Sentex und Mr. Sentine. Warte mal, Mr. Sentex, was soll das denn heißen, Vitamin? Ich reiß dir deine ganze Bude ein, jetzt reicht es mir. Benimm dich mal, Kollege. Wie? Ich höre jetzt gar nicht auf. Jetzt reicht es mir. Du hast mich beleidigt. Na, warum dich? Hä? Du bist ein Enderman. Das ist Mr. Sentex. Ach so, ja. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Vitamin hat echt kein Problem. Aber ich würde sagen, Freunde, jetzt werden wir ihn auf jeden Fall trollen. Dafür wird er noch büßen. Ey, der nennt die Kuh einfach Sentex. Ich glaube, es hackt wohl, Kollege. So, dann bauen wir hier noch so eine Decke einfach ganz, ganz schnell hier. Zack, zack, zack. Damit der Junge hier nicht rumheult oder irgendwie sowas. Hallo, Enderman. Ja. Hallo, Enderman. Jetzt ist auch zu spät. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Naja, ich würde sagen. Hier hast du erstmal noch einen Fisch, den ich dir geangelt habe. Ah, lecker, danke. Aber ich würde sagen, Freunde, wir schauen jetzt Vitamin als Enderman dafür, dass er mich als Kuh beleidigt hat. Los, alles anzünden. Enderman, was machst du da? Enderman, was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Wir zünden dein ganzes Haus an und wir zünden jetzt auch Mr. Kuh gleich an. Nein, das macht man nicht. Hör auf, lass Mr. Kuh in Ruhe. Das kommt davon, Freunde, er beleidigt mich einfach als Kuh. Das kommt davon. Na, kleine Orange, jetzt bin ich kein lieber Enderman mehr. Das ist ein böser Enderman, helft mir! Oh mein Gott, er rennt einfach komplett weg. Was geht denn da ab so? Wir zünden einfach das ganze Haus an. Ja, Mr. Kuh, alles gut, ihr bleibt noch am Leben. Euch tue ich auf jeden Fall nichts an. So, alles wird jetzt abgefackelt. Das war's jetzt auf jeden Fall. Ich war jetzt genug ein lieber Enderman und hab Vitamine geholfen. Nein, ich muss das alles löschen hier. Nee, Mr. Kuh, überlebe! Oh mein Gott, aber ich würde sagen, ganz, ganz schnell, wir teleportieren uns jetzt hier sofort weg. Ganz, ganz schnell, bevor der noch komplett ausflippt. Zack, da haben wir uns wegteleportiert. Und was macht der da hinten? Mr. Kuh, bitte, Mr. Kuh! Oh mein Gott, was geht denn da ab? Aber ich sehe, er hat sein Haus wieder repariert. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Freund. Wir teleportieren uns mal ganz, ganz schnell und schleichen uns jetzt mal vorsichtig. Oh, Anja, oh, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich bin versteckt, Freund. Und warte mal, was macht der da? Und was steht da? Der hat ja Schilder. Enderman-freie Zone.
Was geht denn da ab? Enderman-Freizone, ich glaube. Mir kommt kein Enderman mehr ins Haus. Oh, doch, oh, doch. Vielleicht kommt zwar nicht ein Enderman bei ihm ins Haus, aber ich würde sagen, vielleicht kommen jetzt ganz, ganz viele Enderman ins Haus. Ich würde sagen, moin, moin, kennst du mich noch? Hau ab jetzt, was willst du hier? Ich würde sagen, viel Spaß mit meiner Familie. Let's go, was geht denn da ab? Und, Hilfe! Die Enderman greifen mich an. Los, greif Vitamin an. Meine ganze Enderman-Familie. Oh mein Gott, viel. Das zum Thema Enderfreie Zone. Dein Haus wird niemals eine Enderman-freie Zone. Oh, doch, oh, doch. Oh. Und ich muss mich retten in dem Wasser. Oh mein Gott, was geht denn da? Mr. Kuh! Wir haben jetzt Vitamin des Gartenhauses, ich würde sagen, in sein Haus. Warte mal, um ihn zu erschrecken, spawnen wir auch nochmal ein paar Enderman, wenn er da reingeht. Hau ab, Enderman. Was willst du hier? Wenigstens bin ich in meinem Haus sicher so rein. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Aber ich denke, meine Freunde, das muss gewesen sein. Wir teleportieren jetzt sofort hier als Enderman weg. Wir waren jetzt wirklich einen ganzen Tag lang ein lieber Enderman. Und am Ende haben wir Vitamin noch komplett getrollt, ey. Ja, was geht denn da ab? Aber dann würde ich sagen, Freunde, das ist das heutige Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch, moin moin, keine weiteren coolen Videos. Enderman, der klaut mein ganzes Haus. Und dann bist du auch ein Teil der Celtics, Abi. Schaut unbedingt bei Vitamin vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.